Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Das geht offensichtlich nicht. Sorry, I'm a little out of it. Verpasse ich was? Hi. F ist jedenfalls nicht der richtige Knopf. Vielleicht kann man von denen gerade nicht. Follow me. Yes, ma'am. Mich nicht so an, ihr habt Durst. Hier geht's nicht weiter, hier geht's auch nicht weiter. Irgendwas verraffe ich noch, habe ich das Gefühl. The vessels are over there. Take whichever one you want. Ja, aber die Steuerung lässt mich nicht. Good evening. Und jetzt möchte ich gerne. Ich darf nicht. Spannend, das wird mir jetzt nämlich plötzlich nicht erklärt. Ist auch dieses durchgestrichene Symbol. Hier darf ich scheinbar nicht von denen trinken. Aber wie kriege ich die dann jetzt in einen Bereich, wo ich von ihnen trinken darf? Ah, okay. Ich muss das sichere Gebiet erst finden. Ich verstehe. Die Jagd. Beute. Beute wird immer dann sichtbar, wenn du dich ihr näherst. Um zu trinken, musst du ein sicheres Gebiet finden, in das du deine Beute locken kannst. Konzentriere dich auf isolierte Beute, wenn sie von potenziellen Zeugen umgeben ist und die Beute in ein sicheres Gebiet schickst, steigt der Verdacht, dass du es hast. Verstehe. Ich muss mir meine Ziele öfter angucken, glaube ich. Hier, lecker Schmecker. Come with me. There. Going. Ein sehr vorteilhaftes Standbild, MM. Das, liebe Leute, ist der Grund, warum man Leute nicht beim Essen fotografiert. Man sieht einfach immer irgendwie dämlich aus. Gefällt mir gut. Bitte mehr auch, also auch unter Kaniten, bitte mehr Respekt. Ne? Das macht man einfach nicht. Irgendwie jemanden mit vollem Mund fotografieren, das ist nicht okay. Das hätte man jetzt auch anders machen können. Ist die Hand so gut durchblutet? Naja, also du hast ja hier am Handgelenk die zwei großen Schlagadern, ne? Sie beißt jetzt tatsächlich eher hier in den Handballen rein. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das eher ein Engine-Problem mit der Präzision als. Also gerade auch, ne, weil er da einen Ärmel über dem Handballen hat. Da hätte man eventuell mit der Kleidung was drehen müssen. Kann aber sein, dass sie da einfach Kompromisse eingehen mussten. Ansonsten muss man an der Stelle sagen, grundsätzlich kannst du in Vampire the Masquerade fast von überall trinken. Also es steht nirgendwo geschrieben, es muss eine blutführende Schlagader sein. Das heißt, rein vom System her ist es tatsächlich egal. Und ich meine, also, wenn man halt tief genug beißt, ne, du hast ja, wie gesagt, hier die großen Schlagadern, aber das Blut, das die ja führen, das zirkuliert ja durch die Hand. Es verteilt sich nur mehr. Da muss man halt ein bisschen mehr saugen. So. Der Kuss.
Vampire nutzen ihre Kräfte, um ihre Beute zu brücken oder zu überwältigen und ihren Hunger zu stillen. Was ist denn zu brücken? Das ist, Vampire nutzen ihre Kräfte, um ihre Beute auf die Pelle zu rücken. Das ist das, was da stehen sollte. Trinkst du von deiner Beute, kannst du die Menge des entnommenen Blutes steuern. Halte die Taste gedrückt, um festzulegen, wie viel von deinem Hunger gestillt werden soll. Drückst du die Taste nicht oder lässt du sie erst los, wenn die Leiste voll ist, verliert deine Beute zu viel Blut und stirbt. Ach, das ist jetzt so ein Geschicklichkeitsding. Ach du Scheiße. This could possibly go wrong. Wir werden mal sehen. Also sind das so Staubsauger, die den Menschen dann wie ein Trinkpäckchen ausmümmeln. Genau so sieht's aus. Der Mensch, der schrumpelt dann auch so zusammen. Wie so ein Trinkpäckchen. Daran erkennst du auch Vampiropfer sehr gut. Die sind alle so eingefallen wie so eine alte Bierdose. Wenn ich das richtig sehe, muss ich F halten? Okay, ich begreife gerade nicht ganz, was passiert ist. Habe ich ihn kaputt gemacht? Weil die Leiste hat sich nicht gefüllt. Ich habe nichts gesehen. Oh, Scheiße. Okay, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, genau, da hat sich an der Anzeige doch gar nichts verändert. Ich habe jetzt auch noch nicht so richtig begriffen, was ich hätte tun müssen. Vielleicht war das aber auch geskriptet, man weiß. Verdacht wirkt sich auf die Schwierigkeit des Spiels aus. Je höher sie steigt, desto geschickter gehen deine Gegner vor. Sterbliche sind auf der Hut, während Vampire dein Urteilsvermögen und deinen Respekt vor der Maskerade in Frage stellen. Verdacht gilt für alle deiner drei Charaktere. Er steigt, wenn du deine Beute während deiner Jagd tötest oder Gegenstände nicht wieder beschaffst, die die Maskerade gefährden könnten. Die Jagdresonanz. Bestimmte Beute, deren Blut emotional aufgeladen ist, hat eine Resonanz. Nachdem du von ihr getrunken hast, erhält dein Charakter diese Resonanz. Am Ende einer Szene gewährt deine Resonanz einem Charakter einen Erfahrungsbonus auf eine entsprechende Disziplin. Erhältst du während einer Szene mehr als eine Resonanz, wird nur die letzte gespeichert. Wenn deine Beute überlebt, kannst du ein zweites Mal von ihr trinken. Danach stirbt sie allerdings und der Verdacht steigt an. Ja, der Teil hat sich ja jetzt erledigt. Hupsi. Im Gefühl haben, wann die Zweierschein knapp vorher aufhören. Ja, ich hab einfach. Ich gehe mal kurz in den Codex. Nee, wartet. Ich hätte gern die Spielmechanik. Ja, das war die bestialische Jagd. Da haben wir jetzt was für gekriegt. Das ist ja schön. Hier ist Boston. Ja, die Tutorials kriegen wir nicht nochmal, ne? Das könnte spannend werden. Das habe ich nämlich tatsächlich jetzt noch nicht so wahnsinnig begriffen, wie das funktioniert. Weil der war ja sofort von voll auf leer. Aber wer weiß, vielleicht ist das. Sorry, I got carried away. It's all right. As long as it stays between us. But watch out. This kind of slip-up could cost us big out there. I know. Absolutely divine. All right, Jay. Where are you hiding? And then there are the powers. Ich habe das Gefühl, I know that voice. And the vibrant youth population. Das ist geskriptet gewesen. Must have been busy with the police and all. They make a lot of noise, but life always finds a way. Ja, der TV ist auch der Meinung. Ich habe auch das Gefühl, dass wir, wäre blöd, ne, für das erste Mal und sie erklären uns die Mechanik und lassen sie uns dann nicht durchführen. Aber wer weiß. Okay. Einmal Charaktere nachholen. Hazel Iverson. Prinz von Boston. Clan Ventru. Dann habe ich aber den hier nicht verstanden.
In diesem Club hat natürlich auch Iverson kennengelernt, dass wie sie von ihrem Erzeuger umarmt und im Stich gelassen worden war. Ach so. Okay, also es geht nicht um denselben Erzeuger. Es geht nur darum, dass das Erlebnis dasselbe war. Denn Hazel Iverson ist Ventru. Okay, das ist ja nicht ganz unwichtiger Unterschied. Tod 1941, 10. Generation, gezeugt von Nathan Appleton. Okay, haben wir bisher noch nicht kennengelernt. Kind ist Miley Sellers. Haben wir bisher auch noch nicht getroffen. Das Wunderkind des Finanzwesens. Hazel wurde 1901 als Tochter skandinavischer Eltern geboren. Ihr Vater zog mit seinem Seefrachtunternehmen in die USA, um das günstigere Steuersystem dort zu nutzen. Sein Geschäft wuchs dort erheblich und nach nur 15 Jahren war er ein gemachter Mann gewesen. Seine Tochter schloss 1920 ungeachtet der begrenzten Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen in den USA ein grandioses Wirtschaftsstudium an der Universität Harvard ab. Hazel überzeugte ihren Vater davon, ins Bankwesen einzusteigen. Sie zeigte schnell ein gewisses Talent für das Thema. Sie investierte in riskante, aber hochrentable Märkte und das mit einem Instinkt weit jenseits ihrer Jahre. So erregte sie zwangsläufig die Aufmerksamkeit von Investoren und rivalisierenden Banken, die sogar ihren Vater ermorden ließen, um sie aufzuhalten. Die Polizei und das rechte System erklärten den Mord Schulterzucken zu einem einfachen Unfall. Hazel war erst 38 Jahre alt und allein Erbin des Iverson-Imperiums ohne nennenswerte Verbündete. Der Keks geht schlafen. Ich wünsche eine gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Eine Umarmung aus Stolz. Diese Isolierung brachte sie dazu, ein Treffen mit einer Gruppe reicher Bostoner Finanziers zu akzeptieren, um die Spannungen und den Wettbewerb ein wenig zu mildern. In Wahrheit hatte Nathan Appleton, ein verstorbener Textilmogul, ihr jedoch eine Falle gestellt. Gegen ihren Willen brachte er sie auf ihren Knien zurück ins Unleben. Er ersparte ihr keine Demütigung. Appleton schenkte ihr aus Stolz die Umarmung, da er zeigen wollte, dass er sich in seinem Revier nicht von einer Frau ausstechen ließ. Er wandte sich sofort von ihr ab und ließ sie mit ihrem Unleben allein. So musste Hazel selbst herausfinden, dass sie jetzt untot war, um ihre Leute, die sie liebte, also ihre Mutter und ihre Familie, vor dem Monster zu beschützen, das sie geworden war, musste sie sich von ihnen distanzieren. Sie zog sogar in Erwägung, ihrem Unleben ein Ende zu setzen, aber aufgeben war nicht Teil ihres Wortschatzes. Vendetta. Dank ihrer Entschlossenheit und klugen Anlagetipps wurde sie nach einer Weile sogar vom Hof akzeptiert. Hazel plante ihre Rache und sammelte über Jahre hinweg methodisch Informationen über ihren Erzeuger. Am Ende bewies sie dem Prinzen, dass Appleton hinter seinem Rücken Geschäfte mit den Briten machte. Quentin King blieb keine Wahl, er musste eine Blutjagd auf den Verräter ausrufen, um nicht als rückgratlos und als Kollaborateur mit den Invasoren dazustehen. Als Kollaborateur mit den Invasoren. Aber sind wir nicht 1940? In Boston? Ich begreife ehrlich gesagt nicht so ganz, wo die Briten da Invasoren sind. Das begreife ich nicht so wirklich. Aber vielleicht geht es hier auch um einen Wirtschaftskrieg, irgendwie um Eigentumsanteile an der Stadt oder weiß der Kuckuck nicht. Okay. Hazel hatte an alles gedacht. Ihre Ghule hielten Nathan Appleton bereits in seiner Residenz fest. Sie tat der Gerechtigkeit selbst Genüge, indem sie seinen Kopf an genau der Stelle auf den Teppich fallen ließ, an der er sie gezwungen hatte, niederzuknien. Sie verschonte das Unleben seines Leibwächters Delson, der seit diesem Tag als Zeichen seiner Dankbarkeit nicht mehr von ihrer Seite weicht. Seitdem hat sie sich den Respekt vieler verdient. Der Widerstand. Ihr Verhältnis zu Quentin King wurde im Laufe der Jahre belastet. Dass der Prinz sich den britischen Kolonisten unterwarf und gerne seinem Wahnsinn freien Lauf ließ, bewog Iverson dazu, mit einer Gruppe andersdenkender Beißer, also Vampire, zu konspirieren, die sich den Namen Keinskinder der Freiheit gegeben hatte. Die Geheimorganisation operierte in den Schatten, um den Sturz des Königs und seiner Diener herbeizuführen. Hazel gewährte ihnen finanzielle Unterstützung, behielt aber ihre Tarnung als treue Untertanen des Prinzen aufrecht. Durch ihre Zusammenarbeit mit dem KDF kam sie auch in Kontakt mit einer anderen Widerstandsgruppe, der Gemini-Liga,
der sie half, in Boston Fuß zu fassen. Und das ist eine uralte Geschichte, die für Langlebige nach wie vor relevant ist, weil persönlich involviert. Ja, aber was nicht passt, ist, dass sie diese Dinge ja schon als Kainitin, also als verwandelte Vampirin, tut. Sie wurde ja aber erst 1941 verwandelt. Es sei denn, nee, 1920, das ergibt schon Sinn. Und ich verstehe einfach nicht, wie in den, das müssen ja dann die 1950er, 1960er sein, wo wir hier britische Kollaborateure haben. Das Einzige, was natürlich sein kann, eventuell ist es das, was du meinst, Letevi. Die Boston Tea Party. Wie ich glaube, das Rätsel des Lösungs ist die Boston Tea Party. Und wahrscheinlich Quentin King. Ist es eine historische Person? Ach du gute Güte, das könnte sein. Dass Quentin King, deswegen wird es möglicherweise nicht erklärt, weil es ein Teil amerikanischer Geschichte ist, den ich nicht auf der Platte habe. Gerade, gib mir eine Sekunde. Ganz kurz, weil je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr kommt mir der Name bekannt vor. Das hilft mir nicht weiter. Nee. Okay. Jetzt keine historische Persönlichkeit, die man einfach so ausbuddeln kann. Okay. Aber das könnte natürlich, also ich glaube, das, worauf Letevi auch anspielt, ist, dass Quentin King möglicherweise aus der Zeit stammt, ne, der Bostoner Tea Party, wo der Brite, ne, noch der Kolonialherr der USA war oder vor kurzem gewesen war. Und dass die, sozusagen diese Antagonie genutzt wird, mehrere hundert Jahre später. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, so ergibt es Sinn. So ergibt es Sinn. Als die Ahnen begannen, dem Lockruf zu folgen, wurden die Als die Ahnen begannen, dem Lockruf zu folgen, wurden die mächtigen und ehrgeizigen Kainskinder, die sich noch in Boston aufhielten, schwer erschüttert. Der Lockruf ist etwas, was jetzt in der Neuzeit mehr und mehr passiert ist. Da rufen die alten Vampire, mutmaßlich die Vorsinnflutlichen aus den Clans oder die Clansgründer selbst, die Vampire über das Blut zu sich. Und die werden dann nie wieder gesehen. Das ist offensichtlich ein offizieller Lore-Charakter von White Wolf aus den Giovanni Chronicles. Quentin King. Die Giovanni Chronicles spielen zwischendurch in Boston, Letevi. Ich vermute, das wird der Punkt sein. Ich glaube, die spielen in ihrem letzten Akt in Boston. Deswegen kommt er davor. Genau, also der Lockruf, ne, ruft insbesondere alte Vampire zurück zu den Clansgründern, mutmaßlich. Es weiß keiner so genau. Fakt ist, dass immer mehr Ahnen verschwinden und ein Machtvakuum hinterlassen. Hesse wollte ihren Platz in der Welt finden, hatte aber nicht erwartet, dass im Jahre 2014 die verbliebenen Mitglieder der Erstgeborenen sie unterstützen würden, als ihren Anspruch auf die von Quentin King nicht besetzte Position an der Spitze der Domäne erhob. Obwohl sie die Gelegenheit ohne zu zögern ergriff, blickte sie weiterhin mit Argwohn auf diejenigen, die ihr diese Macht überlassen hatten. Warum wollten sie nicht selbst an ihr festhalten? Daher lud sie Kains Kinder in den Rat ein, auf deren Loyalität sie sich verlassen konnte, um den Einfluss von Beryl Underwood, Richard Dunham, Hilda McAndrews und Gerard Drury zu schmälern. An der Spitze und von Zweifeln geplagt.
Als Hazel die Macht ergriffen hatte, machte sie sich daran, die geschwächte Domäne wiederherzustellen. Als sie von Dr. Dunhams Forschungsarbeiten über die Vitae erfuhr, sah sie zumindest eine Gelegenheit, um Boston wieder zu seinem alten Ruhm und Einfluss zu führen. Wenn es ihr gelänge, das verbesserte Blut zu lagern, könnte Boston sich zum Zentrum eines florierenden Bluthandels entwickeln. Sie stützte sich dabei auf das thaumaturgische Wissen von Dajan Siaka. Doch die für eine solche Großproduktion benötigte Forschung führte dazu, dass sie sich mit dem Hartford-Gildenhaus verbündete, mit dem Boston lange gemeinsam gegen die britische Besatzung gekämpft hatte. Okay, das muss wirklich lange her sein. Der Aufbau dieser Allianz würde Zeit in Anspruch nehmen und Ängste und Neid hervorbringen. Dank einer von Leishas Vorahnungen überstand Hazel ein Attentat und alle möglichen politischen Unruhen. Je weiter sie in ihren Gesprächen mit dem Gildehaus vorankam, desto stärker wurde ihr Gefühl, dass jemand versuchte, sie zu stürzen. Jemand wollte sie stürzen, doch es hätte jeder dahinter stecken können, selbst einer ihrer engsten Unterstützer. Leishas Visionen ermöglichten es ihr, mehr über sich zu erfahren, sich zu verteidigen und neue Unterstützer zu gewinnen, indem sie diejenigen gegeneinander ausspielte, die ihre Krone hätten gefährlich werden können. Trotz alledem wurden die Verhandlungen abgeschlossen. An diesem Abend sollte eine Party stattfinden, um die Vereinigung Bostons und des Hartford-Gildehauses zu feiern und die Macht von Hazel Iverson zu weihen. Ja, das ist ja jetzt nicht so gut gegangen. Hilda McAndrews. Wir haben echt viel zu lesen, alter Falter. Ich mache jetzt Hilda noch und dann spielen wir erstmal weiter. Hilda McAndrews, Mitglied des Rates der Erstgeborenen, Toreador, 1788 umarmt. Okay, die ist wirklich alt, die Frau. 11. Generation, Erzeuger, Marie-Marguerite Caro de Rosemont, Kind, M.M. Louis. Oder Louis wahrscheinlich. Väterliche Unterstützung. Hilda wurde 1754 in Boston geboren. Ihr Vater, Dr. Aaron McAndrews, war Professor für Chemie und Medizin. Er war Marineoffizier und während des Unabhängigkeitskriegs Kriegsgefangener in England gewesen. Nach und nach hatte er dieses Land liebgewonnen. Nach seiner Freilassung reiste er weiterhin zu den britischen Inseln. Hin und wieder nahm er seine Tochter Hilda mit, das junge Malergenie fest davon überzeugt, dass ihre Karriere dort entblühen würde. So trat Hilda eine Lehre in Frankreich bei Adelaide Labillejoie, oh Gott, ich frag mich nicht, an. Einer der größten Malerinnen des Klassizismus, die sich auf Miniaturen und Pastelltöne spezialisierte. Wiedergeburt. Dort traf sie Marie-Marguerite Caro de Rosemont, die wie sie in die Lehre ging. Die beiden jungen Frauen verliebten sich auf der Stelle ineinander. Getrieben von der Furchtlosigkeit ihrer Jugend missachtete Marie-Marguerite die Autorität ihres Prinzen, sie zeugte Hilda, obwohl sie selbst erst 2 Jahre zuvor ihre Umarmung erhalten hatte. Für ihren Verstoß gegen die Tradition verlor sie ihr Unleben und Hilda befand sich am Rand der Vernichtung. Oh wow. Marguerites Erzeugerin Adelaide war sich des Talents der jungen Frau bewusst und legte erfolgreich ein Wort beim Prinzen für Hilda ein, die sie offiziell adoptierte. So wurde sie Hildas stellvertretende Mentorin. Adelaide war eine starke Frau und eine Pionierin ihrer Kunst. Sie hatte selbst unter Frauenfeindlichkeit und übler Nachrede gelitten und setzte sich am Ende der amerikanischen Revolution für die Gleichberechtigung von Frau und Mann ein. Sie gab ihre feministische Überzeugung an ihren Lehrling weiter, der gezwungen, in Europa unter verschiedenen männlichen Pseudonymen zu malen, nach dem Ruhm gierte, den ihr allein ihr Geschlecht verwehrte. Hilda näherte ihren Wunsch, sich an der Gesellschaft zu rächen, sowohl an den Sterblichen als auch an den Vampiren. Sie bereiste Europa und traf sich mit den Feministinnen, die sich im 19. und 20. Jahrhundert erhoben. Insbesondere marschierte sie an der Seite von Emmeline Parkhursts Suffragetten. Nie wieder. 1923 traf sie M.M. und zum ersten Mal seit Maries Vernichtung hatte Hilda endlich wieder das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. M.M.'s Enthusiasmus entfachte auch in ihr wieder das Feuer der Leidenschaft und es dauerte nicht lange, bis sie sich Hals über Kopf in die junge Frau verliebte. Allerdings wartete Hilda 3 Jahre, bevor sie ihr vampirisches Wesen enthüllte. 6 Jahre später schenkte sie M.M. dann die Umarmung, was ihr gemeinsames Schicksal auf ewig besiegelte. Ernüchterung.
Das Paar lebte in Wien, bis es vom Schatten Nazi-Deutschlands an die französische Grenze vertrieben wurde, wo Hilda auf Schutz hoffte. Leider zwang der Vormarsch der deutschen Truppen sie, ihren Plan zu überdenken. 1940 nahm sie wieder Kontakt zu ihrer Erzeugerin in Adelaide auf, über die sie den Hof von London um Hilfe anflehte. Königin Anne gewährte ihr eine Audienz. Nach harten Verhandlungen wurde Hilda gestattet, nach Boston zu ziehen, wo Prinz Quentin King herrschte. Der Hof von London half ihr bei der Flucht nach Cape Cod, wo eine starke Toreador-Gemeinschaft herrschte. Wenn Hilda jedoch gehofft hatte, dass sie sich wie in Europa wieder ihrer Kunst zuwenden und ihre Beziehung fortsetzen könnte, dann hatte sie sich getäuscht. M.M. gewann in Neuengland ein neues Publikum und die Kainskinder waren begeistert von ihr. Hilda lebte in ihrem Schatten. Während M.M. sich nach dem schwierigen Abschied aus Frankreich erneut für Dinge interessierte, wurde Hilda verbittert und trübsinnig. Der Kontrast zwischen ihnen wuchs und mit jedem Tag passten sie weniger zueinander. Hilda weigerte sich trotz ihrer künstlerischen Inkompatibilität, getrennt von M.M. zu leben. Dennoch spürte sie, wie sich der Umgang des Clans mit ihr langsam veränderte. Sie erntete peinlich berührte Mienen und gesenkte Blicke, wenn sie an ihren Blutsverwandten vorbeiging. Ihre Beziehung zu M.M. endete schließlich im März 1990 in einem Sturm von Verbitterung und Bedauern. Beraterin McAndrews. Nach ihrer Trennung verließ M.M. den Hof, um im Randgebiet des Kainskinder-Territoriums zu leben, während Hilda weiterhin ein fester Bestandteil von Boston's High Society blieb. McAndrew fand sich mit dem Wahnsinn und der brutalen Herrschaft von Quentin King ab und manövrierte sich in eine exponierte Position der Macht. Im Jahr 2014, als der Lockruf nach und nach die ältesten Beißer der Stadt dezimierte, etablierte sich Hilda als eine der letzten Machtfiguren in Boston. Sie verschwor sich mit Beryl Underwood und Richard Dunham, um Quentin Kings Nachfolgerin zu bestimmen und wurde so Teil des Rats der Erstgeborenen. Doch die Zusammenarbeit mit Hazel Iverson erwies sich jetzt komplizierter als gedacht. Anfangs war sie überzeugt gewesen, die ideale Marionette für den Thron der Stadt gefunden zu haben, aber dann wurde Hilda schnell klar, dass Iverson nicht die junge, einfach zu manipulierende Frau war, die sie gerne beeinflusst hätte. Ganz im Gegenteil. So. Jay, sag mal. Victoria! M.M., my little rose. Ach, du gute Güte. An eternity, you mean. And yet, look at you, as splendid as always. I've learned from the best. Adorable. How are you? This is a rather depressing night for a reunion. Victoria Ash, für die Uneingeweihten, ist eine Ikone des Vampire the Masquerade-Universums und eine der Protagonistinnen der 13 Clan-Novels, die geschrieben wurden. Victoria Ash ist unter den Toreador inzwischen recht bekannt und hat, ich sag mal, einige bedeutende Ereignisse mit und überlebt. Ich bin beunruhigt. This atmosphere is starting to weigh on me. We haven't had any news, but everyone is expecting the worst. What a strangely human attitude. I understand them. Some are waiting for their children, others for their sires. Are you waiting for someone too? No. That explains why I'm less stressed out than everyone else. I hear business is going well for you. Your Black Rattlers are making quite the splash. You can be proud of everything you've accomplished, darling. Your name is on everyone's lips. Thanks. That means a lot coming from you. I'm really happy to see you again. I wish I had more time to talk. Is there something stopping you? You could say that. One of my acquaintances is in hot water with Miss Iverson. I need to help her. I'm going to give you a piece of advice then. Don't waste your energy helping others. Let others handle their own problems. Their mistakes aren't your business. Ja, das ist Victoria Ash.
glaube, Victoria Ash hat nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass sie jemals was getan hat, was nicht vor allen Dingen Victoria Ash geholfen hat. Journey is someone I can trust. I can't let her down now. Is Journey a prince? No. Then her opinion doesn't matter. The only individuals who should matter to you are royalty. The rest, they're just for decoration. Thanks for the advice, Victoria. You've helped put things into perspective. It's only natural. I'll always be here for you, darling. And I hope the feeling is mutual. You know it is. Wonderful. I'm relieved to see that despite the travails of time and distance, our friendship is still intact. What are you doing in town anyways? The last time I heard about Victoria Ash, she'd just gotten back to Atlanta. You know I never stay in one place for long. But to answer your question, I came to do business. For the agreement, I'm guessing. You guessed right. I'd hoped to meet up with one of my associates tonight, a warlock I'd sent to Hartford. Unfortunately, he still hasn't made his appearance. He might still come. The night's not over yet. Oh, you're refreshingly naive. We'll see. Oh wow, 12 Millionen Möglichkeiten. Hallo Retri, wie geht's? Die Vampire haben versucht, deinen PC zu maskieren, weil er nicht richtig starten wollte. Ha! Unerhört. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal die verschiedenen Möglichkeiten auszuloten, bevor wir auf Konfrontationskurs gehen. Aber ich bin ein bisschen versucht, mich mit Victoria Ash anzulegen. Weiß sie, was da draußen los ist. I imagine you received the alert as well. Yes. I was with your prince when the message was sent. Do you have any idea who triggered? Alas, I have no idea. Iverson didn't care to share that with me. She knows how to control information. I'm not even sure she knows herself. She's going to need answers. I doubt her subjects will wait much longer. Retri hat einen Eistee gekriegt. Sehr gut. Ich habe von ihrer Hochzeit gehört. Victoria Ash hat geheiratet? Wen? I've heard rumors about you. Something about a wedding. Oh yes, my wedding to Tigerius. It was fabulous. We had a spectacular celebration. Wer ist Tigerius? Und wir beglückwünschen natürlich. I think congratulations are in order. Oh, do you? It's a political marriage. Nothing more. Our family needed it. You did it for the Cam? You seem surprised to hear it. You may not have noticed, but the Camarilla has lost some of its luster since the Ancelie left. Our survival depends on our ability to make compromises. Was denkt sie über den Hof? You knew Boston when it was a Malkavian city. What do you think about the court now? Iverson has successfully made her mark. It can't have been easy, with Quinton's grip on the city. Boston was on the brink of chaos when Hazel took over. I don't always agree with her methods, but she gets the job done. She knows what she wants. I respect that. Our family needs more leaders like her. That would be a welcome change from our usual weather vanes. Okay. Will ich das? Das kostet uns echt viel Willenskraft. Spielfigur hat schöne Augen, absolut. Nee, wir machen das nicht. Es tut mir leid, aber wir machen das nicht. Das ist mir zu viel Willenskraft. Die brauchen wir möglicherweise später noch. Wir müssen ja irgendwie Jay noch davon überzeugen, mitzukommen. I'm sorry, but I've gotta go. Vielleicht. I understand.
Duty calls, but before you leave, I have a favor to ask you. I mentioned my emissary earlier. If you hear anything about him, please let me know when you get back, would you? I thought I was only supposed to focus on my prince. Have you had a change of heart? Huh. You're using my own words against me? It's a big favor. I'm aware of that. But I'm a loyal friend, and powerful too. If you can do this for me, I'll owe you one. Fine. I'll let you know if I learn anything. Oh, thanks, MM. I hope I'll see you again soon, darling. If you need anything, I'll be right here. Thanks, Victoria. See you later. Ich muss leider sagen, sie kleidet sich wie eine Oma, aber ich vermute, das liegt daran, dass sie ein bisschen älter ist. Und ja, Retri, unsere Willenskraft, die blauen Punkte, füllen sich sehr langsam wieder auf und wir brauchen sie quasi für alle Sonderaktionen, die wir in dieser Szene tätigen. Sorry, I'm busy with Miss Ash. I'm sorry, another time perhaps. Na gut. So.